ihr kennt die Situation, ihr geht über den Markt, ja, dann seht ihr diese wunderschönen Dinger vor euch liegen, denkt euch, ma, voll super, habe ich im Urlaub schon mal irgendwo gegessen, aber wie ich es mache, weiß ich nicht. Um dem ganzen Licht ins Dunkel zu bringen, bleibt drauf, schaut euch das an, wie ich das jetzt mache, und ihr werdet sehen, das ist gar nicht so schwierig. Einen wunderschönen guten Tag, ich bin der Stefan Haas, bin drei Hauptkoch und ich möchte euch heute sagen, wie ihr Artischocken zubereitet. Wenn euch das interessiert, wie die Königin aller Gemüse zubereitet wird, fantastisch schmeckt, super ausschaut und leicht nachzukochen ist, dann schaut euch das Video auf jeden Fall ganz an. Und zwar nehmt man es jetzt Stück für Stück und schneidet es vorne und hinten ab. Das Wichtigste, erstens ein gescheites Messer, zweitens beim Abschneiden, ihr werdet es ungefähr, ihr seht es ungefähr, sagen wir mal, zwei Drittel von oben abschneiden und von dem Stiel lassen wir ca. 3 cm drauf. Das ist einmal das Erste, was wir dann. Dann, ganz wichtig, Wasser vorbereiten, wo die fertigen Artischocken dann eingelegt werden. Und zwar tue ich ein Ascorbinpulver dazu oder Ascorbinsäure. Das Ganze verhindert, dass die Artischocken schwarz wird. Bis zur letzten Artischocken quasi tut man sich das Wasser zusammen und dann geht man weiter. Du hast dieses Ascorbinpulver rein, das ist jetzt. Das ist nicht spektakulär. Dann fangen wir mit den Artischocken an. Und zwar zeige ich das jetzt, ich schneide es jetzt einmal hinten ab. So. Dann fange ich an, dass ich. Was sieht jetzt da so? Dann fange ich an, dass ich Brett aufstellen, quasi im Kreis in Richtung Herz reinarbeite. So, wir sind Spotzerei. Nochmal, schneide da jetzt im Kreis. Das war's. Bis ich mich da zum Herz einarbeite. Seht ihr, da ist das Herz. Außen sind die Blätter. Ich schneide da ganz vorsichtig herum. So kreisrund wie möglich. Bis ich da zum Herz reinkomme. So, schneide ich das dann nochmal ab. Nur ein bisschen mehr. Nur ein bisschen mehr. Das Gefieder da heraus ist. Dann nehme ich meinen Parisienausstecher und schau, siehst du das da? Stich da innen, vorsichtig. Das ganze Klumpert, was da drin ist, außer. Jetzt muss ich die Kamera da herstellen. So, schau. Das Klumpert, was da drin ist, dieses ganze stachelige Zeug, kommt außer. Siehst du das? Schau. Schaut jetzt so aus. Und jetzt schneide ich es erst hinten ab. Und zwar circa bei die, sagen wir mal so 3 cm. Genau. Und jetzt ist ein bisschen Fingerspitzengefühl erforderlich, weil ich muss jetzt den Strunk da hinten, schau, siehst du das da? Da ist in der Mitte das, was da hell ist, das möchte ich erhalten. Das heißt, ich fahre jetzt einfach mit dem Messer rein, schneide bis zum Boden zurück. Aber wie gesagt, da müsst ihr ein bisschen üben. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, kauft eine oder zwei, oder wissen gleich drei, hat die Schokolade mehr. Damit ihr diesen Prozess sicher bewerkstelligen könnt, einfach mit dem Messer entlang runterschneiden bis zum Boden und dann, schau, siehst du das? Und jetzt putze ich es zu, und zwar das ganze Bladelwerk putze ich runter. So. Da arbeite ich mich Schicht für Schicht durch, aber Geduld war ganz wichtig. Die Dinger sind sauteuer, wäre ewig schade, wenn man sie dann verschneit. Deswegen in der Ruhe liegt die Kraft. Ja. Schau, siehst du das? So. So schaut das dann aus. Das mache ich jetzt mit alle. Ich weiß
weiß nicht wie viele Zimmerstunden, ja, das ist das, der geteilte Dienst bei uns Köchen. Das ist das, wo man um 10 Uhr kommt, um 2 Uhr wieder geht und um 5 Uhr wieder kommt und dann auf die Nacht, wenn man fertig ist, wieder geht. Wie viele Zimmerstunden ich in einem Nachmittag in der Küche verbraucht habe und Artischocken zugeputzt habe. Kistenweise, ja. Kann man gerade wieder vor die Erinnerungen hoch. Die Frage, die sich jetzt einige stellen, ist, warum kocht es denn nicht im Ganzen und schützt es dann und zuzelt es aus? Erstens, weil ich nicht zuzeln mag am Tisch, sondern essen möchte. Und das Zweite ist, ich stelle die Frage umgekehrt, warum soll ich was zuzeln oder im Ganzen kochen, wenn ich mir das zuputzen kann, was ich dann später auch tatsächlich am Teller essen kann. Zuzeln, bin ja keine Kuh. Ja, man sieht es ein bisschen, die Hände werden schwarz. Das ist das typische Merkmal vom Artischockenkochen. Das war die letzte. Ich zeige euch jetzt, viel bleibt ja nicht über. Ich habe es am Anfang gesagt, da ist relativ viel abgefallen. Siehst du das? Schau mal. Relativ ist relativ, also es ist sehr viel Abfall. Wir haben eine schöne Ausbeute. So, das ist sie jetzt. Schau, das sind die Artischocken jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück sind es immer noch. Ist mir auch gut gelungen. Es ist kein einziger Hinwand, das ist auch wichtig. Ja, wie es weitergeht, zeige ich euch jetzt. Wir brauchen Butter, dann nehmen wir ein bisschen Knoblauch und eine Schalotte. Die Zubereitungsart ähnelt ungefähr der Barigoule, à la Barigoule Zubereitungsart. Das heißt, dass ich die Herzen jetzt in unserem Weißweinessig-Gewürzsud dünste. Ja, wie das geht, zeige ich euch jetzt. Brühe nimmt man bei der Barigoule original. Keine Ahnung, Hühnerbrühe oder Fischbrühe oder was auch immer. Die habe ich da jetzt nicht dabei, deswegen gieße mit Wasser auf. Bin ich vorsichtig mit der Bezeichnung, weil sonst kriege ich es von den Franzosen. Wir machen es ähnlich wie die Barigoule, aber nicht genau gleich. Los geht's. Kochlöffel. Butter nicht zu knapp. Dann tue ich als erstes die Gewürze dazu. Genau. So, dann kommt eben Zwiebel Knoblauch dazu und dann gieße ich das mit einem trockenen Wein auf. Schaut einmal so aus. Und da tue ich die Schuppen jetzt dazu. Und zwar im Ganzen. Siehst du das? Schau, so. Ein paar Spritzer Essig. Ein bisschen Salz. Ja, Pfeffer natürlich. Deckel drauf, Viertelstunde. Also ich liebe sie. Für mich ist die Artischocke definitiv die Königin der ganzen Gemüsesorten. Also bei sowas kann ich fast nicht mehr. Als Beilag da dazu würde ich jetzt einfach nur ein Stückchen Brot servieren. Vielleicht ein bisschen Aioli, also so Knoblauchmayonnaise zum Dippen. Man kann sich natürlich auch ein Steak dazu abbraten oder ein Fisch ins Rohr schieben oder was auch immer. Lamm eignet sich auch hervorragend zum Artischocken.
essen. Wenn ihr Interesse habt eines Lammbratens oder wenn ihr wissen wollt, wie ich einen Lammbraten mache, ich habe ein Video dazu gemacht. Sucht es euch aus, schaut es euch an, das passt da sicher sehr gut dazu. In dem Sinn sage ich danke fürs Zuschauen. Ihr würdet mir wahnsinnig helfen, wenn ihr den Kanal liked, beziehungsweise wenn es mir ein Like gibt. Wenn die ein oder anderen das Gefühl haben, der Hass ist so super, ja, den Kanal abonnieren wir sogar und freue mich nur mehr. In dem Sinn wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine schöne Zeit und wir sehen uns beim nächsten Video. Danke!